Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Gut, meine lieben Tool-Junkies, ich bin's mal wieder, euer AK. Wie ihr vielleicht schon im letzten Video gesehen habt, habe ich da die Thematik mit dem neuen BTS 6113D MOSFET behandelt. Heute soll es mal um den Mikrotaster-Mod gehen bei einer Switch-Unit V2. Hier im speziellen Fall geht natürlich auch bei V3 und bei eigentlich fast jeder anderen GB, habe ich sogar auch bei meiner Tokyo Marui M93R Beretta AEP hinbekommen. Ja, ist eigentlich, wenn man basteln kann, basteln liebt und vor allem auch gut löten kann, ist es mal eine sinnvolle Zeitverschwendung, sag ich mal. Gut, nach dem Intro geht's los. Abfahrt. Gut, kommen wir erstmal natürlich dazu, wofür ist dieser Mod? Warum macht man sowas? Warum könnt ihr sowas machen? Ich habe hier mal eine normale, stinknormale, fast schon veraltete V2 Switch Unit. Trolleybar ist jetzt gerade hier drin. Und vielleicht mal kurz die Funktion erklärt. Wenn sich diese beiden Kontakte schließen, das heißt, wenn der Metallkontakt hier von der Trolleybar, dieser Metallkontakt von der Trolleybar, er hier, er schließt quasi den Kontakt zwischen diesen beiden Metallplättchen und damit fließt dann auch der Strom, weil der Stromkreis damit geschlossen ist. So, ist ein ziemlich altes, veraltetes System. Ja, ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Und da bin ich vor einigen Jahren mittlerweile schon im Forum auf einen Thread gestoßen, auf einen Post gestoßen, in dem man auch Mikrotaster, ein Mikrotaster-Mod vorgestellt wurde. Das hier ist schon ein bisschen, ja, ich sag mal eine ältere Version von mir, wie man das alles machen kann. Diese kleinen Mikrotaster haben Abmessungen außen, das Gehäuse 6x6 mm und diese Druckknöpfe an sich, die gibt es in vielen verschiedenen Längen. Das hier müsste jetzt einer sein mit knapp 4 mm Höhe, die gibt es aber auch mit 7 mm Höhe, also da kann man variieren, wie man lustig ist und kann da ein bisschen rumprobieren. Die kosten auch nicht viel Geld, ich glaube, ich habe für 10 Stück 3 oder 4 Euro bezahlt mit Versand, also das ist Peanuts. Was man dazu machen muss, ist natürlich, man muss hier hinten, die Sonne scheint gerade ein bisschen doof, Sekunde, regel das gerade mal, jetzt sollte das besser gehen. So, was man machen muss, ist, man muss natürlich hier die Schraube lösen. Manche Gear, manche Switch-Units haben hier neben auch noch auf der Seite eine Abdeckplatte, ist jetzt hier nicht der Fall. Dann kann man die Plättchen hier entnehmen. Und dann habt ihr quasi eine blanke Switch-Unit, die dann ohne das Mikrotasterchen hier so aussieht. Die muss man dann noch bedremeln, so dass das Ganze hier vorne Platz hat und auch unten Platz hat. Und das Ganze wird dann da reingeklebt. Ich habe das jetzt, glaube ich, hier in dem Fall mit Sekundenkleber gemacht. Ich würde euch da Sekundenkleber Gel empfehlen, weil mir ist es auch schon mal passiert, dass wenn ihr flüssigen Sekundenkleber nehmt, kann es sein, wenn es doof läuft, dass der hier in das Gehäuse eindringt und dann verbapscht dieser Druckknopf und dann bewegt sich nichts mehr. Also passendes Werkzeug müsst ihr dann zwingend zu Hause haben. Ich blende euch nochmal Bilder ein von meiner aktuellen Version, wie ich das jetzt wahrscheinlich immer so machen werde. Das habe ich ja da im letzten Video schon bei meiner SNC SMR 16 so vorgestellt oder HK416 von E&C. Da habe ich die Signalkabel, die Steuerkabel für das MOSFET habe ich hier unten rausgelegt und das ist dann ein bisschen bequemer, ist natürlich auch ein bisschen mehr Arbeit. Bei einer V3 ist das natürlich auch möglich, eigentlich bei fast jeder V3, bei jeder Gearbox. Und ja, hatte ich ja auch schon zu Anfang gesagt.
Bei einer V3 ist das Ganze ein bisschen einfacher. Da kann man auch längere, also Mikrotaster mit längeren Druckknöpfen nehmen, weil die ein bisschen längeren Weg haben. Und das kann man damit diesen Überzug, diesen toten Weg, den man dann in der V3, ja, typisch für eine AK, hat einen elend langen Abzugsweg, kann man damit ein bisschen minimieren und auch einstellen. So. Was man jetzt allerdings noch zwingend machen muss, ich kann es euch leider jetzt gerade nicht aktuell in einem praktischen Beispiel zeigen. Ihr seht hier, die Trolleybar ist ziemlich stock, also Originalzustand, und die kommt erst gar nicht bis vorne hin. Das heißt, ihr müsst im vorderen Bereich etwas Lötzinn auftragen und das Ganze dann über Lötzinn anpassen. Oder ihr könnt es versuchen, auch hier diesen hier. Bei dieser Trolleybar ist es ein bisschen bescheiden, geht nicht. Weil die meisten Trolleybars, die sind ja einfach nur reingepresst. Da kann man diesen Metallkontakt rausmachen und dann könnt ihr da euch eine Schraube reindrehen und könnt das dann mittels Schraube einstellen. Ist auch ganz nett. Und dann werdet ihr dann aber feststellen, ihr kommt dann noch zu einem anderen Problem. Und zwar, wenn ihr das dann alles eingestellt habt, kann es dann sein, dass die Trolleybar nicht mehr vom Cut-Off-Lever ausgelöst wird. Ich demonstriere das gerade mal. Das heißt, ihr habt vorher einen vollen Abzugsweg. Moment, ich nehme mal hier gerade den, weil das besser geht. So. Na, geh rein da. So. So, ihr habt natürlich, also das wäre die Ausgangsposition. Ich habe jetzt leider keine Selektorplatte drin und keine Feder. Ist aber auch wurscht. Wenn ihr diesen Mod anwendet mit dem Mikrotaster und ihr habt vorne auf der Trolleybar auf den Kontakt ein bisschen Lötzinn gemacht und wollt es dann einstellen und denkt, es geht, dann kann es natürlich jetzt auch sein, dass die Trolleybar in diesem Zustand nicht mehr ordentlich greift. Ihr seht hier, die flutscht ziemlich drüber. Dadurch, dass dieser Abzugsweg reduziert ist, muss man die Trolleybar auch noch ein bisschen modifizieren. Und zwar ist eigentlich recht easy. Ihr braucht einen 1 mm oder 1,5 mm Bohrer und ich nehme dafür immer einen passenden Nagel. Es gibt natürlich auch andere Versionen, da gehen Leute her und schneiden das hier unten ein mit einer Säge und legen dann mit Metallplättchen rein und feilen das dann zurecht und kleben das dann halt auch mit Sekundenkleber oder was weiß ich fest. Ja. In meinem Fall, so wie ich das immer mache, ich setze hier, das klappt bei mir immer ganz gut, hier genau vor diesen Punkt. Also hier, das wäre das, wo die Trolleybar eingreift, ja, die drückt, wo der Cut-Off quasi reingreift. Der kommt ja, das wäre jetzt mal falsch rum. Ich kann das leider nicht anders demonstrieren. Das wäre falsch rum. Und die Trolleybar wird vom Cut-Off hier so ausgehebelt, wenn die Trolleybar nach oben geht. Wird die so ausgehebelt über den Abzug und flutscht dann mittels der Feder, wird sie dann halt zurückgezogen und dann ist der Trigger wieder im semi-automatischen Modus resettet. So, und dann müsst ihr jetzt hier vor diesem Steg, hier vorne so, an diesem Punkt mache ich immer ein kleines Löchlein, steckt da einen Nagel durch und feile es dann so hin, dass es hier vorne plan ist. Also hier unten, dass es plan abschließt. Und auf der Vorderseite muss man das dann natürlich auch einstellen. Ich kann es jetzt sehr, sehr schlecht zeigen, weil es hier alles so klein und fummelig ist. So, ich mache mal gerade das alte Gewurstel hier raus. So. Und ja, nee, ihr könnt das hier schlecht sehen. Da seht ihr den Trolleybar, den Cut-Off-Arm, und dann müsst ihr halt einstellen, wenn ihr merkt, aha, da ist ein Abdruck, da ist ein Druckpunkt und ich kann auch abziehen, dann müsst ihr einstellen und das Ganze so zurechtmodeln, dass wenn ihr einmal ganz vorne den Kontakt geschlossen habt und sich ein Schuss bricht, das muss man immer wieder testen, das ja, ist ein bisschen aufwendig. Wenn die Trolleybar dann auslöst und zurückflutscht, dann müsst ihr dann natürlich auch einstellen, dass wenn die Trolleybar dann wieder in der hintersten Stellung ist, dass der Cut-Off da auch problemlos wieder an diesem, ja, Metallstiftchen dann wieder vorbeiflutschen kann.
weil sonst habt ihr irgendwann ein Vollautoproblem und das wäre ungünstig, wie man weiß, ne? Ja, das war jetzt leider nur sehr viel Theorie. Bei Fragen und Anregungen gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ein praktisches Beispiel kann ich euch leider gerade nicht so geben. Wenn ich mal irgendwie eine Gearbox aufhabe und ich diesen Mod verbaue, dann werde ich das Ganze noch nachreichen. Ansonsten, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben wäre Träumchen, Like und Abo wäre ganz fein. Und abonniert die Glocke. Und mir bleibt jetzt nichts anderes zu sagen als Hui Welle, allemal, ich bin raus, macht's gut und tschüss.